Es gibt eine Sprache, die heißt leichte Sprache. Sie kann vielen Menschen das Leben erleichtern. Das ist Anna und sie ist 22 Jahre alt. Sie ist mit einer geistigen Behinderung geboren. Sie kann durchaus lesen und schreiben. Trotzdem sind viele komplizierte Texte für sie schwer verständlich. Sie möchte aber gerne einen Beruf lernen. Und sie möchte selbstständig leben. Werner ist 67 Jahre alt. Er hat eine Krankheit, die Demenz heißt. Deshalb kann er sich schlecht konzentrieren. Zudem vergisst er viele Dinge sehr schnell. Früher hat er viele Bücher und Zeitungen gelesen. Heute versteht er nur noch einen kleinen Teil von den Informationen. Das macht ihn traurig. Er möchte gerne wieder etwas über das Geschehen wissen. Vera ist sogenannte funktionelle Analphabetin. Vera ist 44 Jahre alt und hat ein Kind. Sie kann nur sehr schlecht lesen und schreiben. Viele Texte im Alltag sind zu schwer für sie. Deshalb versteht sie vieles nicht. Sie versucht alleine zurechtzukommen. Und sie kümmert sich gut um ihr Kind. Das ist aber alles sehr schwer. Außerdem schämt sie sich vor anderen. Ahmed ist seit einem Jahr in Deutschland. In einem Kurs lernt er Deutsch und macht gute Fortschritte. Er versteht einfaches Deutsch sehr gut und spricht auch Deutsch. Die Briefe von Behörden wie dem Arbeitsamt versteht er nicht. Deshalb braucht er immer wieder Hilfe durch andere. Das ist Petra. Sie arbeitet als Ministerin für Gesundheit in Sachsen. Sie muss die Leute über Corona und Impfen informieren. Dass jeder Mensch die Informationen versteht, ist ihr sehr wichtig. Nur so kann sie alle Menschen vor dem Virus schützen. Diesen Menschen kann man sehr einfach helfen. Das geht mit der leichten Sprache sehr gut. Die leichte Sprache hilft auch Menschen, die Informationen geben wollen. Die leichte Sprache hat eine besondere Form und viele Regeln. Sätze und Wörter müssen kurz sein. Man soll nur positiv formulieren und muss den Genitiv vermeiden. So werden Texte gut verständlich für alle. Informationen in leichter Sprache verstehen mehr Menschen. Das hilft auch Menschen wie Anna, Werner, Vera und Ahmed. Sie brauchen dann weniger Hilfe und sind selbstständiger. Alle Menschen haben das Recht, am Leben in der Gesellschaft teilzunehmen. Das ist sogar ein wichtiges Recht für Menschen in Deutschland. Dieses Recht gilt für alle Menschen auf der ganzen Welt. Leichte Sprache hilft dabei. Alle Menschen haben davon Vorteile. Nur zusammen funktioniert Gemeinschaft und Demokratie. Das ist im Sinne aller Menschen. Wir schreiben und übersetzen für sie in leichte Sprache. Eine Person, die im Schreiben gut ausgebildet ist, schreibt diese Texte. Die fertigen Texte prüfen auch betroffene Menschen. Fragen Sie uns. Wir beraten Sie gerne.